Nach einem medizinischen Notfall in einem Wohnhaus in Bad Arolsen forderte die Besatzung eines Rettungswagens und der eingesetzte Notarzt einen Rettungshubschrauber an. Damit sollte ein schneller und zugleich schonender Transport des Patienten in eine Kasseler Klinik erfolgen. Weil der Kasseler Helikopter Christoph 7 gerade im Einsatz war, übernahmen die Kollegen der Göttinger Luftrettungsstation den Einsatz. Wenig später landete der rot-weiße Hubschrauber Christoph 44 auf dem Königsberg der Residenzstadt. Dorthin wurde der ältere Patient mit dem Rettungswagen gebracht. Wenig später hoben die Luftretter in Richtung Kassel ab. Der Einsatz in Bad Arolsen war der zweite Einsatz eines Rettungshubschraubers am Montag in Waldeck-Frankenberg. Bereits am Morgen war Christoph 7 aus Kassel in Rosenthal im Einsatz. Dort hatte ebenfalls ein älterer Patient einen medizinischen Notfall erlitten. Weil kein bodengebundener Notarzt verfügbar war, kam der Hubschrauber zum Einsatz. Feueralarm in einem metallverarbeitenden Betrieb am Ortsrand von Höringhausen. Dort waren Teile einer Filteranlage aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Die Leitstelle alarmierte die Feuerwehren aus Höringhausen, Sachsenhausen und Oberwerbe, die mit etwa 25 Mann Besatzung zu der Firma ausrückten. Auch die Besatzung eines Rettungswagens stand vorsorglich auf dem Werksgelände parat. Die Feuerwehrleute gingen unter Atemschutz in die völlig verrauchte Werkshalle vor, in der üblicherweise rund 15 Mitarbeiter tätig sind. Diese hatten sich ins Freie retten können. Teile der Filteranlage und die Stromversorgung wurden durch das Feuer beschädigt und müssen repariert werden.